Wir kennen sie alle, diese wunderschönen bunten Schubfächer, ja, und das könnte ein Eingangskorb sein, allerdings kein virtueller. Und über die virtuellen Eingangskörbe, über die sprechen wir ja heute. Und genau das wollen wir damit verhindern, dieses wieder abgelenkt. Das heißt, ihr arbeitet und eine Stunde später kommt ihr drauf, dass ihr ganz woanders seid, als ihr eigentlich sein wolltet und sein solltet. Und kurz mal zum Überblick, worum geht es heute? Zuerst einmal, wo verstecken sich diese Ablenkungen, die sich eben durch dieses Konzept Eingangskorb verhindern lassen? Dann würde ich euch auffordern, euren Entscheidungsmuskel etwas zu entspannen und nicht ständig angespannt zu halten. Und zum Schluss schauen wir uns noch die Stolperfallen an, wenn es eben um diese spezielle Art von Ablenkung geht. Es gibt natürlich viele mögliche Ablenkungen, aber das ist eine ganz spezielle Art. Zuerst einmal, genau welche Art von Ablenkungen meine ich eigentlich? Das sind natürlich die auf Social Media. Und es ist eine schöne Vision, würde ich jetzt einmal sagen, dass wir uns von Social Media nicht ablenken lassen. Ich habe da ja einige Tricks auf Lager, dass ich nicht scrolle in der Timeline. Ja, und trotzdem passiert es, dass ich genau das tue, wenn ich auch etwas suche zum Beispiel oder auch in meinen Gruppen unterwegs bin. Und da bleibt man manchmal an irgendwelchen Dingen hängen, ja, einem interessanten Blogartikel, einem interessanten Video, etwas, das man beantworten möchte, wie auch immer, man bleibt da hängen und das ist dann eben die berühmte Ablenkung, die wir dann durch einen Eingangskorb verhindern wollen. Das zweite sind Privatnachrichten, die auf unterschiedlichsten Kanälen am Handy landen. Also ich würde mal sagen, die Privatnachrichten direkt am Computer, die stören mich nicht so, die kann ich ganz gut ignorieren. Geht aber auch nicht jedem so, dass er sie ignorieren kann, sondern da geht es eher um die Privatnachrichten auch auf dem Handy. Und zuletzt, naja, zuletzt nicht wirklich, die E-Mails. Ja, in dem Moment, wo ihr den Posteingang aufmacht, das E-Mail-Programm aufmacht, dann sind da natürlich jede Möglichkeit von Ablenkungen vorhanden. Sei es das Lesen, sei es aber auch das Nachdenken drüber. Ja? Also wenn eine Frage gestellt wird per E-Mail und ihr lest die zwischendurch, dann fängt euer Hirn automatisch an, über die Antwort nachzudenken oder die Problemstellung nachzudenken oder es kommt ein Angebot rein oder eine Anfrage rein, was ihr in eurem Business sehr willkommen heißt. Und schon geht es im Kopf los und ihr überlegt, was könnte man denn da alles machen. Ja, das sind also so Ablenkungen und nicht zuletzt die Zurufe, die auch aus dem Privatleben kommen. Also mein Mann ist ja jetzt seit 1.1. zu Hause und da tauchen dann immer wieder WhatsApp-Nachrichten auf oder er kommt auch mal ins Büro rein und sagt, du hast du eh nicht vergessen, das und das braucht man noch. Ja? Also das sind diese Zurufe auch eventuell von Kindern, Anrufe von Eltern, die gerade stören und ihr trotzdem rangeht, weil es eben die Kinder oder die Eltern sind. Und wenn ihr, selbst wenn ihr dann am Telefon sagt, ich kann jetzt gerade nicht, ich rufe dich zurück, zack, weg ist die Konzentration aus dem, was ihr machen wolltet, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vergisst man halt sehr schnell, diesen Rückruf dann auch wirklich zu machen, ja. Und das sind genau die Ablenkungen, bei denen euch ein Eingangskorb helfen kann, um da rauszukommen. Was ist ein Eingangskorb, ein virtueller? Das ist bei mir in der 1-Minuten-To-Do-Liste einfach eine Liste, die heißt Eingangskorb. Und dort knall ich alles gnadenlos hinein, was auch immer ich finde oder wo ich drüber stolper. Ja? Also da kann ich direkt aus Facebook heraus diesen Beitrag als Trello-Kärtchen zum Beispiel anlegen. Ich kann natürlich E-Mails weiterschicken an das Trello-Board. Das geht übrigens also mit so gut wie, glaube ich, jedem Tool, das ihr verwendet, um eure To-Dos, um eure Aufgaben zu organisieren. Bei mir ist es halt Trello. Und auch diese Zurufe muss ich mir aufschreiben, weil sonst ziehen sie weg. Ja, genauso Zurufe, die kommen aus einem Gruppenmeeting. Ja, wenn ich sage, ah ja, das wollte ich noch, da schaue ich dir nach, das suche ich dir heraus, da mache ich ein Anleitungsvideo, all das kommt dann in den Eingangskorb.
Die Entscheidungen sind genau das, also dieser Entscheidungsmuskel entspannen, ist genau das, was ihr auch unter anderem mit einem Eingangskorb erreicht. Weil in dem Moment, wo ihr abgelenkt werdet, dieses Ablenken bedeutet ja, eigentlich seid ihr in einem anderen Modus. Ja, das heißt, ihr seid im Arbeitsmodus, im über eine bestimmte Sache nachdenken, Content kreieren, ja. In dem Moment, wo ihr zum Beispiel ein bisschen in die Recherche geht, Suchmaschinenoptimierung geht, und da bleibt ja jetzt an irgendeinem Artikel hängen, wo ihr sagt, oh, den muss ich unbedingt lesen, der ist ja wirklich spannend und interessant. Wenn ihr da zum Lesen anfangt, seid ihr so weit weg von darüber nachdenken, über euer eigenes Contentstück oder die Suchmaschinenoptimierung. Ja? Also bleibt in dem Modus, in dem ihr gerade seid, und lasst euch nicht unterbrechen, sondern hebt euch die Dinge schlicht und ergreifend in diesem Eingangskorb auf. Ja? Also wechselt nicht den Modus zu, ich muss das lesen, ich muss das Video anschauen, ich muss drüber nachdenken, sondern bleibt einfach in dem Modus, in dem ihr wart. Ja? Wenn ihr keinen Eingangskorb habt, also als solche definierte Liste, als solchen definierten Platz, was passiert dann? Die Dinge, die ihr zwischendurch findet, wandern auf die To-Do-Liste. Und es gibt halt ganz viele Sachen, die auf der To-Do-Liste gar nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel Ideen, ja, oder ich will mich dort anmelden, das gehört noch auf die To-Do-Liste, weil das muss zeitnah passieren. Aber alles, was in Richtung könnte ich mal machen, ist eine Idee, klingt interessant, will ich lesen, will ich anschauen. Das hat ja im Prinzip nichts auf der To-Do-Liste zu suchen. Weil auf der To-Do-Liste sollte das stehen, was ihr abarbeiten sollt. Das heißt, da ist schon definiert, warum und wann ihr das tut, ja, wann ihr das erledigen wollt. Und wenn all diese Ideen und all diese Ablenkungen direkt auf die To-Do-Liste kommen, dann ist es ja kein Wunder, dass die zu lang ist, beziehungsweise dass die am Abend länger ist, als sie in der Früh war. Ja? Also, wenn ihr mit einem Platz arbeitet, der als Eingangskorb spricht, da denke ich jetzt nicht drüber nach, sondern ich parke das einfach irgendwo. Wenn ihr damit nicht arbeitet, dann wird die To-Do-Liste überlang. Ja? Und es hilft euch auch, so einen Eingangskorb zu filtern. Das heißt, ihr stolpert zum Beispiel über einen Beitrag drüber, wo ihr euch denkt, puh, muss ich unbedingt lesen, total spannend. Ihr gebt den in den Eingangskorb und einmal pro Tag, einmal pro Woche räumt ihr den auf. Das heißt, schaut euch alles nochmal durch. Und dann passiert sehr oft, also mir zumindest, und das höre ich von meinen Kunden auch, dass dieses Kärtchen auftaucht, ich schaue mir das an und denke mir, was wollte ich da oder warum war das spannend? Und wenn so ein Gedanke auftaucht, sofort löschen. Ja, dann braucht man sich gar nicht mehr damit irgendwie beschäftigen oder belasten und nämlich auch diesen Entscheidungsmuskel nicht mehr belasten. Das heißt, so ein Eingangskorb kann auch als Filter dienen, damit eben wieder nicht zu viel auf Ideenlisten kommt, nicht zu viel in die To-Do-Liste kommt. Ja. Das ist eben das, wo ihr mit also die Entscheidung darüber, ist das jetzt wirklich für mich wichtig, verlagert ihr in den Eingangskorb. Das heißt wiederum, ihr verlasst euren Arbeitsmodus nicht, indem ihr arbeitet, entscheidet, sondern ihr verlagert dieses Entscheiden eben in eine bestimmte Zeitspanne. Und dann geht es auch wesentlich schneller und die Entscheidungen sind leichter zu treffen. Ja, zum Beispiel auch die Entscheidung, wo hebe ich mir das auf? Hebe ich mir das überhaupt auf? Ja, reagiere ich da jetzt? Welche Antwort schreibe ich da jetzt? Ja? Es gibt ein paar Stolperfallen bei diesem Konzept Eingangskorb, die schauen wir uns auch noch an. Und zwar immer dann, wenn er zu voll wird. Ja, also wenn ihr zum Beispiel in Trello arbeitet und ihr habt in euren Boards da drinnen Eingangskörbe definiert, ich habe das übrigens pro Board, also nicht nur in der To-Do-Liste, sondern auch in der Projektplanung drinnen, in der Contentplanung drinnen. Wenn der zu voll wird, dann ist natürlich die Überwindung, das sich durchzuschauen, sehr groß, noch dazu, weil es im Kopf so groß wird. Ja, also alles, was viel ist, selbst wenn es jeweils nur 10 Sekunden Aufgaben wären, macht einfach im Kopf dieses Gefühl viel, schwer, anstrengend, lange Zeit. Ja?
Und dann kommt natürlich als nächster der Gedanke, na, die Zeit, um mich da jetzt drum zu kümmern, die habe ich nicht. Ja? Noch dazu könnt ihr mit einem Eingangskorb auch den Zeitpunkt bestimmen, der für euch am besten ist, Entscheidungen zu treffen. Also mich um 18 Uhr, 19 Uhr, um eine Entscheidung zu fragen, ist nicht gut, weil da bin ich schon müde und schon sehr lange auf den Beinen und da treffe ich keine guten Entscheidungen, das weiß ich einfach, ja. Und deswegen ist dieses Eingangskorb durcharbeiten und zwar regelmäßig durcharbeiten nicht die allerletzte Aufgabe des Tages, die ich erledige. Ja, dann mache ich lieber, lasse ich den und mache das am nächsten Tag in der Früh. Also lasst den Eingangskorb nicht zu voll werden, damit euch das Durcharbeiten, Abarbeiten, Entscheiden dann leichter fällt. Ja? Und macht es halt zu dem Zeitpunkt, der für euch der richtige ist. Die zweite Stolperfalle ist die, ja, im Prinzip, dass keine Entscheidungen getroffen werden, ja, sondern dass ihr versucht, alles, was da in dem Eingangskorb drinnen ist, irgendwie aufzuheben und eher ins Sortieren kommt und okay, dann schieben wir es halt auf ein anderes Board und dann machen wir halt noch ein Ideenboard auf und dann machen wir noch ein Marketing-Ideenboard auf, ja, dass ihr eher sortiert, als eben zu entscheiden. Und entscheiden heißt auch einfach löschen. Entscheiden heißt, Blogartikel nicht durchzulesen und Videos nicht anzuschauen, weil sie doch nicht so spannend sind, wie es eben in diesem anderen Modus, in dem ihr wart, während ihr drüber gestolpert seid, ausgesehen hat. Ja? Und die dritte Stolperfalle ist, glaube ich, auch ganz klar, drauf vergessen, den Eingangskorb auszuräumen. Das ist jetzt natürlich bei einem physischen Eingangskorb, wie auf dem Bild ist, schwerer möglich, ja? Weil der wird, also das wird immer mehr und immer mehr da drinnen. Und wenn ihr das zumindest so im Augenwinkel stehen habt, dann merkt ihr das, dass das irgendwie zu viel wird. Ja, aber auch diese Papierstapel, wenn die zu groß werden, dann wird natürlich die Überwindung irrsinnig groß, dieses Ding mal auszuräumen. Und man weiß ja nicht unter Umständen, was da drinnen für Stolperfallen wiederum warten in diesem Eingangskorb. Ja. Also wenn es physisch ein Eingangskorb ist, dann hat man den noch vielleicht leichter im Griff. Aber sobald er virtuell ist, spricht ja nichts dagegen, dort nicht hinzuschauen, ne? Und da nicht hineinzuschauen und darauf zu vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, das auch als Routine regelmäßig zu machen. Ja, wenn ich noch Entscheidungsmuskel übrig habe, mache ich das am täglich und wenn nicht, aber spätestens am Freitag. Also, Fazit ist, lasst Ablenkungen nicht zu Ablenkungen werden. Was meine ich damit? So eine kurze Sekunde schaut interessant aus, ab in den Eingangskorb. Weiterarbeiten an dem ihr gearbeitet habt. Das ist noch nicht wirklich eine Ablenkung. Das ist so ein bisschen Unterbrechung. Auch nicht gut, aber ihr wisst ja, Leben passiert und optimal ist gar nichts. Bleibt da also bitte entspannt. Aber die Ablenkung, dieser kurze Blitzgedanke, ui, das ist interessant, wird zur Ablenkung, wenn ihr darauf eingeht. Ja, wenn ihr die Entscheidung trifft, das nicht in den Eingangskorb zu setzen, sondern dem nachzugehen. Und dann passiert eben genau das, dass ihr nach einem Stündchen draufkommt, ihr seid also völlig abgebogen von dem, was ihr eigentlich machen wolltet. Ja? Achtet auf euren aktuellen Modus. Ich glaube, das habe ich also jetzt oft genug gesagt. Ja? Bin ich jetzt im Suchen-Modus, bin ich im Entscheiden-Modus, bin ich im Arbeiten-Modus, im Content-Kreatieren, im Produzieren-Modus, ja, achtet einfach drauf, dann erkennt ihr nämlich diese kleinen Ablenkungen viel leichter. Und ja, unterm Strich ist der Eingangskorb dann der Entscheidungskorb. Ja, das heißt, die Entscheidungen darüber, was mit diesen Dingen passieren soll, die trefft ihr gebündelt, indem ihr den Eingangskorb ausräumt. Damit gibt es ein kleines, was ist jetzt zu tun? Was könntet ihr also jetzt direkt nach diesem Live-Video machen, indem ihr in eurem Tool, wo eure ganzen Aufgaben normalerweise landen, wie gesagt, bei mir Trello, legt euch so etwas an. Definiert einen Platz. Das kann in Evernote ein Notizbuch sein, das kann in OneNote ein Notizbuch oder ein Abschnitt sein, aber schaut, dass ihr einen Eingangskorb, zumindest einen, definiert habt für euch.
dann könnt ihr ganz entspannt sammeln, was auch immer über euren Weg läuft, was auch immer Zurufe sind, und macht euch eine Routine oder gewöhnt euch eine Routine an zum Bearbeiten dieses Eingangskorbs. Es geht ja nicht nur ums Ausleeren, sondern wirklich ums Bearbeiten. Und vor allem, wenn ihr E-Mails in den Eingangskorb verschiebt, also schickt von eurem E-Mail-Programm, damit ihr eben da nicht so viel drinnen habt im Eingangskorb vom E-Mail-Programm, dann solltet ihr euch zumindest diese Dinge mit einem Label in Trello kennzeichnen, dass ihr das nicht erst nach einer Woche beantwortet, ja, weil unter Umständen sind ja da dringendere Dinge drinnen, damit das nicht vergessen wird. Ja? Also Eingangskorb in eurem Tool, entspannt sammeln und regelmäßig bearbeiten. Legt euch da eine Routine an. Vielleicht habt ihr schon eine Tagesabschlussroutine, dann könnt ihr das einfach als zusätzlichen Punkt dazu packen. Das ist bei Routinen übrigens immer ein guter Ansatzpunkt, dass ich sage, ich mache das schon regelmäßig und da hänge ich jetzt einfach hinten dran noch einen Punkt an.